Wahrscheinlich eher anderthalb. Und danach kommt noch die ISD-Crew und die geben euch dann alles Mögliche vom Psytech bis Goa-Core und wie diese ganzen Musikszenen alle heißen, die ich da nicht kenne. Okay. So kann ich das nicht. Mein Körper ist kein Tempel, sondern eine Baustelle. Ich begehe Götzendienst, wenn ich ihn zur Schau stelle. Ich begehe Ketzerei, wenn ich mir was dran schraube. Schände einen Gott, so real, dass ich fast dran glaube. Bist du noch Mann oder Frau? Bist du frei davon? Bist du noch Mann oder Frau? Oder schon mehr? Die Oder ist ein langweiliger Fluss, aber was weiß ich schon, kein Aber, nur ein Und. Nein, ich brauche keinen Grund. Mein Körper ist kein Tempel, sondern eine Fehlerquelle. Wer belädt die Akkus, mit denen ich den Raum erhelle? Jede Narbe ist ein Bug, jeder Pickel kriegt einen Stempel. Und die Zecken tanzen nackt im infizierten Götzentempel. Jeder darf mal raten, welches Scheißgeschlecht im Ausweis steht. Komm, wir patchen meinen Source Code, bis mir der Scheißbartwuchs fehlt. Ein paar neue Body Mods, ein paar Östrogen-Smarties. Nein, ich bin kein Boolean, ja, das kriegt man dran genäht. Schau mir in die Augen, schau und sag mir, was du siehst. Die Bildschirme zeigen dir Pupillen voller Farben. Sie erzählen von meinen Narben, von dem Glück, das wir heute haben. Heute grün, morgen blau, übermorgen neongelb. Ich mach mir meinen Körper teil, wie es meinem Gott gefällt. Bin nicht wahr, bin nicht falsch, variabel, nicht binär. System Crash und Server Error, Dankeschön, bitte sehr. Doof an so Cyberpunk-Computern und diesen ganzen Dingen ist ja, dass alles immer schön in dieses 1-0-binäre Schema passen muss. Gut, dass Menschen sich nicht an sowas halten müssen. Wir haben jetzt einen Song, den haben wir bisher noch nie gespielt und wir haben uns auch noch nicht getraut und wir haben uns auch noch nicht so wirklich getraut, den aufzunehmen, aber der ist neu. Genau. Oh, dafür sind die Schutzmasken wieder wichtig. Ja. Volles Klischee. Was? Genau, der Song heißt Boomer Doomer und es geht um den Virus, der uns irgendwie alle hier gerade, naja, der dafür daran schuld ist, dass dieses Konzert hier online stattfinden muss. ja, okay, wir hoffen einfach, er tritt niemand auf die Füße und dass niemand hier irgendwie bereits Angehörige an diesem Virus verloren hat. Genau, unser Synthesizer ist leider eigentlich schon so ein bisschen älter und nicht wirklich für Auftritte geeignet. Älter ist eigentlich nicht für Auftritte geeignet. Deswegen müssen wir leider immer jeden Song, zwischen jedem Song irgendwie erstmal so eine Minute laden. Nicht, dass ihr euch wundert. Wie außerdem aus technischen Gründen nicht funktioniert, ist unsere E-Gitarre, weil, naja, besagter Synthesizer hat irgendwie nicht so super viele Ausgänge. Ich finde schon, dass das. Eingänge meine ich. Dreck, was ist los heute? Nichts Komisches. Achso, du hast selber eine auf. Ah, oh. Na klar. Der Rest passt fast. Okay. Ich habe auch den falschen Key geladen vorhin, ich habe das Solo wundern, das sollte eigentlich nicht die unten, sondern die oben sein. Ich weiß nicht, wie das alles heißt. Okay. Sieht komisch aus. Mhm. Nochmal aktualisieren. Ja, dein Netzwerk.
an. Dass sie dich nicht infekten kann. Wer hat Angst? Wer hat Angst? Wer hat Angst vorm alten Mann? Die Verlierer dieser Krise werden nicht die Alten sein. Sie stecken nur im Krankenhaus ihre Pflegerinnen an. Statt Kliniken aufzurüsten, Care-Work-Fitball zu bezahlen, gehen wir leer aus und die Wirtschaft zu verjagen. Gegen Manager und Lobby hilft kein Infektionsverdacht. Keine Krise, die Kapitalismus sich noch schlimmer macht. Ja, wie ihr merkt habt, wir haben wieder auch den Song. Tatsächlich doch, den haben wir geprobt, zweimal. Haben wir überhaupt mal gespielt, ja. Das spielen wir als nächstes. Raster? Eigentlich hätte ich Bock auf Raster. Ah, okay.
Ist der Stream soweit stabil? Wir kriegen das ja hier irgendwie nicht wirklich mit. Könnt ihr jetzt hören, leckt die Musik. Sonst machen wir halt irgendwie einfach das Video aus. So spannend sind wir auch nicht. Und hi Claudi übrigens, schöne Grüße. Welt. Und das, was mir nicht gefällt, mache ich mir untertan. Ihr sagt, das sei ne Psychose, doch all eure Doktortitel, doch all eure Doktortitel machen euch nicht unfehlbar. Was ist das für eine Welt? Was ist das hier für eine Welt? Irgendjemand, der mich hört? Er hat mich hier eingesperrt! Sind willkürlich mir um meinen Hals gelegt. Ab hier wer auf Mädchen steht, ab hier jetzt ein Mädchen steht. Ich muss mich davon entbinden, ich will einfach nur verschwinden. Raster finden, Raster fahren, mich mal wieder neu erfinden. Was ist das für eine Welt? Was ist das hier für eine Welt? Irgendjemand, der mich hört? Er hat mich hier eingesperrt! Ich wollte immer mehr von allem, noch mehr falsch, noch mehr echt, noch mehr Glück, noch mehr Pech, noch ein weiteres Geschlecht. Mehr vom Schmecken, mehr vom Reden, mehr vom Riechen, mehr vom Sehen, mehr Löcher in meiner Seele, mehr Geschrei in meiner Kehle. Was ist das für eine Welt? Warum bin ich so enttäuscht? Jemand, der eine Ahnung hat? Wer macht mich am Ende satt? Was ist das für eine Welt? Warum bin ich so enttäuscht? Jemand, der eine Ahnung hat? Wer macht mich am Ende satt?
Ja, warum nicht? Ja, bin ich immerhin. Oder wir können noch einen von den neuen spielen. Ja, das könnten wir auch machen. Ja, spielen wir doch lieber noch einen von den neuen. Okay, welchen willst du denn? Pink? Der ist nicht ganz allein. Ja, dann können wir mal probieren. Okay, das ist ein Arbeitstitel. Mit? Mir fällt kein guter Weg ein. Ich kann tanzen, vielleicht. Du kannst eh schön tanzen. Ja, aber dann halt so außerhalb der Kamera oder so, weil man sieht ja hier auf dem Bett hier, kann man nicht so gut tanzen. Oder dass man nur meine Beine sieht, ja, genau. Oh, okay. Dann probieren wir das aus. Oh, das war eine Mateflasche. Zum Glück war sie zu. Ja! Möchtest du meine Badewanne? Da unten ist meine Boxershort. Ja. Sieht auch aus wie ein Putzlappen. Ganz unschön. Schnieb. Ja, der ist langsam. Oh, ich stehe gar nicht, ne? Ah, doch. Ja, schnieb. Schnieb. Und. Ja, okay, dann spielen wir mal. Wie ihr, dann gäbe es keine Kinder hier. Küsst euch gefälligst nicht vor mir. Das macht mir Angst, Angst, Angst. Wer von euch fickt wen? Ich kann das wirklich nicht verstehen. Warum nen Schwanz in den Mund nehmen? Das ist doch krank, krank, krank. Eure Neigung unnatürlich, euer Handeln ungebührlich, das steht sogar ganz ausführlich in jeder heiligen Schrift. In Russland läuft's noch richtig, da kommt einer und verdrischt dich, wenn du sichtbar nicht normal tickst, gibt's aufs Maul, Maul, Maul.
Okay, okay. Genau. Falls ihr Lust habt, unsere Musik auch gut und in schöner Qualität und eher perfekt und so zu hören, dann haben wir da unten übrigens auch einen Link mit einer Website, den man nur so bedingt lesen kann. Vielleicht. Katze dort gerade drauf. Ja, ja, aber man muss Katze halt so hinlegen, dass das mit dem. Das okay. Naja, gut. Ja. Unsere wenigsten Songs auf Englisch. Das ist eine Ballade. Direkt aus der Dystopie. Not all humans are born equal, some are born to become more. Jill was such a child, though sickly cute as all the children are. First when Jill got their first dog, the doctor said what it was for. Later no one bothered telling, and they got to fight the war. Jill was proud and pretty happy, implants made them well again. And each contract brought some hardware sponsored by UC Pay. No more coughing, no more shaking, no more breaking, Boon and Bane. But when Jill asked all the questions, all they could was talk in vain. Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? One day Jill was on the street. Many people were that day. People were quite angry, you see, Pay took all their rights away. Everyone was wearing collars, only Jill wore just the same as their fellow wage-slave soldiers, uniforms of UC Pay. Jill could understand her anger, all the crimes took quite a list. When the shooting order came, Jill tried really to resist, but their arm was autonomous, lifts a gun, aim assist. If Jill had shot on their own, maybe bullets would have missed. Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? Are you really free? Which part of you is intellectual property? Jill was full of shock and fear because their body had obeyed, and they could not sleep until the ox refused to stay awake. Nightmare followed nightmare until they woke up just at 8, and the dreams had made it clear the feeling of control was fake.
One solution came up quickly and they did not hesitate. Pull the plug and load the virus, crash the hardware full of hate. When their comrades looked for Schill, they found some limbs from UC Pay. Schill had gunned though to make sure the corporation's debts were paid. New comrades had forgiven what their limbs had done that day. With their newfound family, Schill could make the wrongs okay. And each bombing, every sabotage gave them some justice back. Still there are more children with more questions born at UC Pay. Sometimes Schill wakes up at night and feels what's missing in their limbs. Schill had never been complete, we all are missing tiny things. But there is a feeling that only desertation brings. And there is the hope that in the end only this feeling wins. Sogar mit Fade Out. Wow. Oder so? Ja. Ja, warum nicht, ne? Herzchen. Bestimmt auch für dich. Mau. Der ist doch ein bisschen. Der Song ist lange. Mhm. Stimmt gar nicht, aber es dauert ein bisschen. Du trallst doch nur. Stimmt gar nicht. Schau mal, da sind Flecken drauf. Okay. Du musst nicht der ganzen Welt meine Flecken zeigen. Kommt drauf an. Ich würde die sehen wollen. Oh ja, also in dem Song geht es um Nerdkultur und um Nostalgie und inwiefern das zusammenhängt. Wenn irgendwelche Leute aus anderen Hackerspaces zuhören, dann bitte schaltet jetzt einfach aus. Wir wollen euch auch gar nicht dissen oder so. Das ist gar kein Ding oder so. Wir mögen euch. Das ist Selbstkritik. Genau, Selbstkritik, wichtig. Also ich bin kein Nerd, ich kann mir nicht genug dazu merken. Ich bin eher so, wenn überhaupt, ein Popkultur-Mensch. Das ist einfacher zu merken. Du bist Musik-Nerd. Das zählt. Ich kann nicht mal richtig Sachen haben. Du gehörst auch dazu. E hoch oder E tief? Das habe ich ja nicht dazu geschrieben, ne? Egal. Okay. Ich hatte nie nen Atari und trotzdem vermisse ich ihn. Und auch nen C64 hab ich mir nie hart verdient. Vielleicht mit den Space Invaders hätte ich nie ein Spiel verloren. Ich bin zwar nicht retro, aber auch in mir steckt noch ein Kind. Früher waren wir Nerds noch allein im Internet. Da schien noch die Sonne und die Leute waren nett. All die wunderschönen Zeiten hab ich leider knapp verpasst. Wir sind nicht mehr Alan Turing, sondern nur noch Elon Musk. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Nostalgie, Nostalgie.
der grauen Vorzeit, ungefähr zur Zeit von System Shock, wurden wir ja wenigstens in der Schule noch gemobbt. Heute, wo wir gut bezahlt mit den Weltgeschickten spielen, können wir uns leider nicht mehr ganz so leicht als Opfer fühlen. Und es lenkt mich kein teures Spielzeug mehr davon ab, dass ich seine Produktionsbedingungen gegoogelt hab. Der tröstet mich drüber weg, dass ich heute alles kann. Nostalgie ist gut vermarktbar, ja, Dystopia ist fun. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Meinen IT-Arbeitsplatz. In meinem Hackerspace gibt's jeden Tag Wurstsalat. Gestern war es super lead, heute ist es noch viel geiler. Wenn wir nur was dafür tun, wird es morgen sogar Cyber. Solange ein Punk gebraucht wird, lassen wir euch nicht in Ruhe. So wie dich und mich damals, die dummen Wichser in der Schule. Ich kann echt nicht ernst nehmen, dass du stolz aufs Nerdsein bist. Keine Lieder über Liebe, solange Notch auf Twitter ist. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Und ich frage mich, welche Zeit vermisst ihr nur? Euren Garten, den gab es nie. Das goldene Zeitalter der Nerd-Hochkultur ist nur Nostalgie, Nostalgie. Oh, da muss ich wieder tanzen, aber ich will das jetzt einfach mal hören. Du kannst auch ein bisschen mitsingen oder so, oder hier bleiben. Oder mir die Haare kraulen. Ja, ich kraule dir bestimmt auch manchmal die Haare beim Tanzen. Wir arbeiten gerade an so ein paar neuen Songs. Das ist jetzt noch einer von den alten, aber jetzt, wir haben ja gerade eine Pause, also kann ich irgendeinen Scheiß erzählen. Der Arbeitstitel ist momentan Sick is Normal. Die ersten beiden habt ihr vorhin schon gehört. Boomer Duma und Pink, oder wie der auch irgendwie eines Tages mal heißen wird. Weiß ich noch nicht. Lieb noch nicht in einem Tag. Aber genau, gerade inwiefern die Normalität eigentlich relativ krank ist und wie wir da nicht reinpassen wollen, darum geht es jetzt aber auch in diesem Lied. Mal gut zusammengefasst. Mau, danke. Ja, dann bin ich fast fertig. Ihr sagt, wir sind das Problem. Wir sagen, das sind wir gerne. Es braucht Fehler im System. Ihr sagt, wir sind Egoisten und wir schaden der Gemeinschaft. Das hier ist ein Bug-Report. Ihr werdet uns nie verstehen. Ihr sagt, du musst funktionieren, Häuser bauen, Kinder kriegen. Wenn du Bier isst, konsumieren, immerhin der Wirtschaft dienen.
Alle dürfen anders sein, wenn sie sich assimilieren und nicht auf Verleise bleiben, arbeiten, sich selbst zensieren. Wer ohne Fehler ist, der werft den ersten Stein. Ich sag zu euch, ich bin kein der und schmeiß euer Abendland ein. Wir schaufeln den Sand aus den Uhren ins Getriebe. Ich bin gern ein Fehler, wenn es falsch ist, wen ich liebe. Ihr sagt, Müll ist Dennis Diebstahl, Diebstahl ist das Allerschlimmste. Ihr sagt, achtet unsere Werte, verstoßt nicht gegen Gesetze. Wir sind nur so lange frei, bis wir uns die Freiheit nehmen, gegen eure Scheißgesetze und Normen aufzubegehren. Bullenknäste Strafverfolgung sollen unsere Fehler fixen. Schufa-Eintrag vorbestraft, so wird's nichts mit Wohnung finden. Notendruck und Mannschaftskörgers sollen uns in Schablonen pressen. Perfektion ist gnadenlos, die Maschine wird dich fressen. Error Message, Second Biss, auch wenn das System dich rausreißt, hinterlässt du Zeckengift, das sich durch die Routinen frisst. Wir sind klein, doch wir sind viele, ihr könnt uns nicht alle patchen. Wir gleiten euch durch das Raster zu, wenn er sind eure Köpfe. Ihr sagt, wir sind Terroristen, wollen einfach nur zerstören. Ihr sagt, wir sind Kriminelle, weil wir Zerstörer blockieren. Ihr sagt, wir sind Anarchisten, wollen die Welt brennen sehen. Ihr zerstört doch unsere Welt, wie sollten wir das übersehen? Wir sind alle Terroristen, ihr sagt, wir sind das Problem. Wir sagen, das sind wir gerne, es braucht Fehler im System. Ihr habt Angst vor Bugs und Chaos, wollt uns Fehler schnell beheben. Doch wir werden nie verschwinden, Fehler wird es immer geben. Ja, jetzt singen wir doch was über Krätze, oder? Ja! Viele von euch, die bei den letzten Skillshares waren, kennen den Song vielleicht schon. Oh. Wir haben ihn jetzt auf einem Synthi zum Laufen gebracht. Nein. Ohne Gitarre, weil das ja alles viel digitaler jetzt ist, so und so alles. Naja. ja, genau. Triggerwarnung, Krätze. Ich glaube, das ist natürlich noch wichtig dazu zu erwähnen, dass das Thema vielleicht nicht für alle so leicht ist. Oh, und ja, ich wollte noch Triggerwarnung Homophobie ganz am Anfang setzen, die Zeit nochmal zurückspulen. Und Triggerwarnung. Scheiße, ja. Okay, mit denen sind wir schlecht heute, ich sehe schon. Tut mir leid. No. Ist auch so hell hier. Ganz schlechte Ausrede. Die war super. Aber gut, da das wieder so ein sickes Normal-Track ist, glaube ich, müssen wir unsere Masken wieder aufziehen. Stimmt. Ich muss ja gar nicht sehen. Es ist echt unglaublich, wie viele Lieder man tatsächlich zu Krankheiten, zum Thema Krankheiten machen kann. Wir haben sogar noch ein drittes. Ich arbeite noch an einer Cyberpunk-Oper zum Thema Alzheimer. Ganz hart. Aber hast du mir davon noch nicht erzählt oder habe ich es wieder vergessen? Stimmt. Außerdem heißt es Demenz. Ich habe geflockert, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was könnte sein, dass ich geflockert habe. Gut. Wo geht's denn?
dich, auch wenn es dich nicht einmal juckt. Denn du hast mit mir geschlafen, hab ich mich in dich verguckt. Auf der alten Matratze und ich wollte mich dir zeigen. Ich will für immer bei dir bleiben, mich vermehren, mich verbreiten. Mich vermehren, mich verbreiten. Dass du mir nicht treu bist, doch das ist mir scheißegal. Ich mag, dass du nicht so scheu bist. Gucken sechs im Karawan. In den Fick auch ich und wir teilen widerlich. Ich kann so viel Liebe geben, aber liebst du denn auch mich? Die allerersten Wochen war ich dir komplett egal. Ich hasse es zu nerven, doch ich brauche ein Signal. Du bringst das Beste in mir ans Tageslicht. Nimm dich in dir, ich liebe dich, liebst du auch mich. Ich mein, dass du mir nicht treu bist, doch das ist mir scheißegal. Ich mein, dass du nicht so scheu bist, guck mir selbst im Karawan. In den Fix, den Fick auch ich. Wir teilen Überlicht. Ich kann so viel Liebe geben, aber liebst du denn auch mich? Aber liebst du denn auch mich? Keine Salbe oder Creme wird dir mal zwischen uns stehen. Du rufst all deine Freunde an, du musst von mir erzählen. Ich steh so gern in deinem Arm, du bist halt so bequem. Du sagst, ich mache dich verrückt, doch wo ist das Problem? Ich weiß, dass du mir nicht treu bist, doch das ist mir scheißegal. Ich weiß, dass du nicht so scheu bist, doch du Sex im Karawan. Den du fickst, den fick auch ich und wir teilen Brüderlich. Ich kann so viel übergeben, aber liebst du denn auch mich? Manchmal willst du dich trennen und ich frage mich warum. Bin ich dir zu chaotisch, aufdringlich oder dumm? Doch ich bin bald zurück, ich lass dich nicht lang allein. Und das nächste Mal merkst du schon nach 3 Tagen, wir sind ein. Merkst du schon nach 3 Tagen, wir sind ein. Ich weiß, dass du nicht so treu bist, doch das ist mir scheißegal. Ich weiß, dass du nicht so scheu bist, guck dich im Karawan. Den du fickst, den fick auch ich und wir teilen Brüderlich. Ich kann so viel Liebe geben, aber liebst du denn auch mich? Danke an Alice wegen Inspiration für dieses Lied. Das ist, danke für deinen großartigen Originaltrack. Ja. Und danke, liebe Pharmazie, dass wir diesen Scheiß wieder los sind. Okay, dann spielen wir als nächstes noch Virus. Der 4. Song, den wir bisher aus diesem Sick as Normal Album vorbereitet haben. Mal schauen. Der ist halt leider auch eigentlich ein Song, den man mit Gitarre spielen muss. Das ist eigentlich ein Song, den ich schon ziemlich lange oft immer bisher mit Gitarre gespielt habe. Aber wir haben keine da heute, also spielen wir ihn einfach nur mit Synthesizer und dann schauen wir mal. Jetzt fühlt sich die Gitarre übergar gedacht. Wir können sie nur nicht abnehmen. Ja. Siehst du, wie unglücklich sie da sitzt? Die soll sich mal eine LAN-Buchse besorgen. Besorg du ihr noch eine. Schnee. Dann kann sie auch ins Internet. Oh, sehr viel schneller machen. Ganz, ganz schnell. Okay. Oh, I lost the game. Fuck you. Miau, ich auch. Warum du? Ach, die SD-Mikes haben das hier reingeschrieben. Peace. Spielen? Ja, natürlich. Fangen wir mal an. Okay.
noch ein Kuss, nur noch ein Fick, nur ein Pistole auf dem Genick, nur noch ein Schuss, nur noch ein Schwanz, mit langer Totenstand. Nur noch ein Kuss, nur noch ein Fick, nur ein Pistole auf dem Genick, nur noch ein Schuss, nur noch ein Schwanz, mit langer Totenstand. Wir alle müssen sterben, aber manche sind da früher dran, versucht sich zu verstecken, doch die Angst ist nicht jedermann. Und wenn du gar verschont bist und dich der Virus aussortiert, lebst du ängstlich vor dich hin. Ganzen ernsten Kram über Krankheiten. Machen wir jetzt mal wieder ein bisschen aufgemunterten Kram hier. Das ist ja, bringt ja nichts. Oh, da ist noch ein Backup. Ja, nee. Oh, boah, das ist doch viel zu finster. Karfreitag, Tag zum Trauern und sowas, oder wie? Okay, dann halt Träume. Nee, genau. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab schon gelesen. Genau. Das nächste Lied ist ein Lied über einen über einen Staubsaugerroboter, genauer gesagt Bobbles, so heißt unser Staubsaugerroboter. Ein niedlicher Staubsaugerroboter. Genau. Und es ist auch ein bisschen, es geht auch ein bisschen um Tierrechte, wenn man zwischen den Zeilen liest, aber. Guck mal. Wer liest schon zwischen den Zeilen? Sie? Katzen können gar nicht lesen. Manche schon. Der Grund, warum sie so schlecht daran sind, Befehle zu befolgen. Ich bin auch ein Kutsche. Ich bin super gut im Befehle. Drück mal auf Play, ja? Gibt keine Play-Taste. Schneller. Gibt keine Play-Taste. Okay. So beginnt er gar nicht, der beginnt anders. Der beginnt nicht so. Bobby-Roboter ist so allein. Bobby will nie mehr so einsam sein. Er sucht sich eine Familie mit Eigentumsbehausung, um sie zu küssen. Und bei ihr Staub zu saugen. Ja.
Raum wird nicht repariert und rollt. Bin ich für euch da, ihr könnt mich knuddeln, wenn ihr wollt. Die Katzenklappe ist blockiert, die Schlösser sind brandneu. Ich bleib für immer bei euch, ich bleib euch für immer treu. Ich bin viel zu niedlich und ich helf euch bis zuletzt, solange ihr mich nicht durch die neueste Version ersetzt. Ist so allein. Robby will nie mehr so einsam sein. Es sucht sich eine Familie mit Eigentums für Haus, um viel zu kuscheln und zu schon und Eierstab zu saugen. Haustiere sind teuer, machen Dreck und haben Krätze. Ich bin sehr viel besser, denn drei Gesetze, erstens werde ich niemals beißen, beißen, sowas darf ich nicht. Ich gehorche immer, außer wenn es gegen Ärzte spricht. Katzen springen aus dem Fenster, Hunde nehmen Rattengift. Doch ich darf mir niemals schaden, außer wenn es zweitens hilft. Für meinen Gehorsam erwarte ich keine Dankbarkeit. Ich brauche nichts, außer dass ihr meine Familie seid. Also müssen sollten wir vielleicht einfach weglassen. Oder? Ja, ohne Gitarre. Ja, das geht glaube ich auch gar nicht. Postmusikal ist auch schon tanzen. Falls ihr nicht eh schon. Also Postmusikal ist da schon geil. Ja, den können wir schon mal noch machen. Ja. Und danach haben wir nichts. Oh, das wird Industrial. Ich hoffe, euch ist noch nicht langweilig. Hi Merlin. Nee, Finde ich vom Kuchenklon süß. Sehr heiß. Oh nee, nimm's zurück. Ah, das mag er nicht. Naja, oder sie oder es. Das spannender war Kuchenklon. Ich glaube, das ist eindeutig ein S-Pronomen. Ja. Oder ein Dat-Pronomen, gibt's das? Ja, weiß jetzt ich nicht. Cool. Warte mal, lass mal sehen. Kannst du mal kurz auf das Dingalat-Ding? Das ist ein bisschen langsamer, glaube ich. Das hört sich schief an. So hört sich es überhaupt nicht schief an. So. Kann auch keine Strophen singen. Na gut. Aber wir können darüber verhandeln. Wie kann man eh nicht so gut tanzen, das sieht man dann gar nicht so gescheit. Ja, das stimmt. Okay. Aber der Song ist tanzbar. Ihr müsst vielleicht erst ein bisschen euch reinfinden, aber das ist so ungefähr das Ravigste, was wir haben. Ich
finde alle unsere Songs tanzbar. Selbst unnötig gedacht. Ihr verdient kein Geld mit mir. Glaube ich mache Jazz oder so. Vielleicht auch nicht. Adorno mochte keinen Jazz.
Jailbreak können wir nicht spielen ohne Gitarre. Die aber nur den Downbreak-Teil können wir da eigentlich nicht spielen, oder? Aber der Rest eigentlich schon. Ich wäre ja, schon für das Fall des Arktal der Lied. Also, was Arktal? Also, Taugenichts oder Jailbreak? JPEG war es mit Arktal, ich lade gerade Taugenichts, wenn ich das noch mit JPEG zumurre. Na gut, wir können dann auch JPEG spielen. Aber es ist lieber so als Abschließlied vielleicht. Nicht als Abschließ? Doch, schon, weil die gehen uns eh langsam aus. Ja, stimmt. Oder du improvisierst noch Text zu einem anderen Ding, was ich gemacht habe. Ich kann auch nicht einfach irgendeinen Text improvisieren. Ach ja, stimmt. Du singst ja nicht zufällig zusammengewürfelte Worte wie nur weil mit dem Synthesizer sowas geht. Ja. Deswegen spiele ich es ja auch. Du weißt, dass das Mikro die ganze Zeit an ist und die uns voll hören können. Wir sind super nervig. Ich weiß nicht. Stimmt, Panda spielt schon Minecraft aus Verzweiflung. Schade. Räum ich keine Scherben auf, lass sie liegen, sie sollen schneiden, lass dem Zufall seinen Lauf. Ohne Sinn und ohne Träume räum ich keine Scherben auf, lass sie liegen, sie sollen schneiden, lass dem Zufall seinen Lauf. Doch im Traum der Tage nichts, rührt sich nichts, da bin ich. Vater, Land, Familie, Regeln interessiert uns alle nicht. Doch im Tal der Taugenichts muss ich nichts, da bin ich. Vaterland, Familie, Regeln interessiert uns alle nicht. Das habe ich dich abgelenkt, aber musst du auf den neuen Track laden. Das macht gar nichts. Jailbreak.
Piep, 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 du sitzt auf meinem Kabel. Du sitzt ja auf meinem... Ja, das Solo habe ich gerade nur recycelt. Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Das dauert jetzt ein bisschen, weil es im All ist. Ja, aber bei den anderen dauert das noch länger. Also einfach ohne Gitarre machen, den Interlude. Ja, ich meine, das Interlude ist ja eigentlich, also es wo so darauf fährt, ne? Da lassen wir nur eins. Jetzt haben wir das alle mithören lassen. Das hat man ja, also der Song klingt wahrscheinlich scheiße ohne Gitarre. Glaube ich nicht. Aber ihr müsst ihn trotzdem anhören. Nach dem Song bleibt nämlich dran, dann legt die ISD-Crew auf. Und dann, oder glaube ich jedenfalls, sind die jetzt da oder nicht? Ja, mal schauen. Kommen bestimmt gleich. Okay, gut. Wunderbar, machen wir auch mal. Kopieren ist unbedenklich, fass mich an und mach mich besser, leg mich unter das Bergmesser. Stäbe draußen, doch oft steht man sich nur selbst im Weg. Also lass die Ängste sausen, lass es zu, bis es sich legt. In dir steckt ein kleines Wunder, mit dem Fehler wird es bunter. Keine Regel ist es wert, dass man sich nicht gegen sie wehrt.
das stimmt. Geht auch ohne Gitarre. Ist natürlich so toll, aber geht auch ohne Gitarre. Ja, ja. Mist, jetzt sind die Songs ausgegangen. Ja, wie war das jetzt, Merlin? Könnt ihr schon? Oder? Weil wir haben jetzt noch nicht so wirklich eine Rückmeldung gekriegt. Stimmt, wir könnten noch mal spielen. Und sonst können wir. Naja, was wir noch machen können, ist, wir können Backup aus Playback oder Backup so? Können. Algorithmus. Algorithmus. Oh ja, auch. Das ist eigentlich eine schöne Zugabe und es hat sich eh jemand eine Zugabe gewünscht. Na gut. Ja, aber beide einfach. Ja, Algorithmus Ecord. Na gut, solange uns hier noch niemand ausschaltet, können wir ja eigentlich machen, was wir wollen. Ja, wissen wir ja nicht. Und die NachbarInnen höre ich nicht. Okay. Schau mal, wir haben wir andere. Machen wir, ich weiß nicht, Backup, ja, kann man schon machen. Stimmt. Hört man das? Bang up, bang up. This is the only way.
Minuten nur noch, ein paar Sekunden nur noch. Ja, da haben wir hart den Einsatz verkackt. Anscheinend müssen wir noch ein bisschen länger überbrücken. Die ISD-Crew ist noch nicht in den Startlöchern. Aber wir haben noch mehr Songs. Ja. Also wir sind mittlerweile bei unserem ersten Album angekommen. Hat Spaß gemacht heute. Die ISD-Crew ist jetzt bereit. Also rave doch ordentlich ab. Rebelliert gegen das Tanzverbot und gegen alles andere, was euch gerade so einfällt. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. War chaotisch und nicht so wie ich gedacht, aber es war trotzdem schön. Genau. Also viel Spaß noch beim Raven und bis zum nächsten Mal und wir machen jetzt dann auch wahrscheinlich ein bisschen Tanzen. Tanzen? Ja. Tanzen. Ciao.